Wir sind hier in München im Schlagzeugraum der Amandi-Stiftung Musikschule und haben zu Gast Herr Professor Udo Dahmen. Der ist Schlagzeugprofessor an der Popakademie in Mannheim. Und wir wollen von ihm viel über das Schlagzeug in der Popmusik und die verschiedenen Spieltechniken lernen. Wie sind Sie aufs Talent fürs Trommeln gekommen? Als ich so 12, 13 war, habe ich immer Trommeln gebaut. Und aus allen möglichen habe ich angefangen, Trommeln zu bauen. Und dann habe ich mit Musik mitgespielt. Wie ist Ihr Talent fürs Trommeln entdeckt worden? Ich habe ziemlich spät angefangen, so mit 15. Tatsächlich war es ein Gitarrist in meiner Klasse. Ich habe nämlich immer auf dem Tisch getrommelt. Die Lehrer waren schon ganz genervt von mir. Und der meinte, wir können ja mal eine Band machen. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, in einer Band zu spielen, mit ihm gemeinsam. Und zu meinem 15. Geburtstag auch ein Schlagzeug bekommen. Und von da an habe ich dann sehr viel geübt und habe festgestellt, mir gelingt da was. Je mehr mir gelungen ist, umso mehr Spaß hatte ich. Und darüber habe ich dann auch einen Schlagzeuglehrer gefunden. Damals der erste Schlagzeuger im Orchester in meiner Heimatstadt in Aachen. Und nach einem Jahr habe ich angefangen, Musik zu studieren. Warum trommeln Sie gerne? Tatsächlich trommel ich gerne, weil es ein Teil von mir ist. Weil ich mich gerne bewegen möchte, Popmusik und Rockmusik machen wollte. Und dann ganz viele andere Stilistiken kennengelernt habe. Ich habe ja irgendwann ein klassisches Schlagzeug studiert. Das war für mich alles total interessant. Auch ganz viele unterschiedliche Dinge kennenzulernen, auch verschiedene Kulturen kennenzulernen und damit immer mehr darüber zu entdecken. So ein Rhythmus, den ich mal so vor vielen Jahren mal für mich selber so zusammengestellt habe. Der allereinfachste Rhythmus, den man immer wieder braucht, heißt Four on the Floor. Vier auf der Erde. Bassdrum. Und dazu spielt man jetzt üblicherweise mal so ein paar Varianten gespielt. Die tun immer ein bisschen anders und die schaffen auch immer eine andere Atmosphäre. Buff, zack. Buff, zack ist das. Buff, zack. Amsterdam. Amsterdam ist das Amsterdam. Amsterdam. Den braucht man für ganz viele Rock- oder Pop-Nummern. Genauso spielen. So, jetzt kann man aber hier natürlich auch hingehen und jetzt verschiedene Einflussgründe spielen. So wie ich das vorher vorgespielt habe. Zum Beispiel. Ich habe dann irgendwann auch angefangen, alle Dinge ganz laut zu üben. Und alle Dinge ganz leise zu üben. Das eine wie das andere. Wenn man im Proberaum spielt mit der Band, dann spielt man meistens sehr leise als Schlagzeuger. Sonst müsste man sich ja die Ohren zuhalten. Ne? Da könnte ja keiner mehr mitspielen oder müsste sich gleich was in die Ohren stopfen, damit man keinen Ohrenschaden erleidet. Wenn man auf der großen Bühne spielt, von 150.000 Leuten, das war in Frankfurt, Open Air, da haben ganz viele deutsche Rock- und Popkünstler gespielt, von Grönemeyer über Wolfgang Niedecken bis zu Achim Reichel, mit dem ich da gespielt habe. Und da muss man schon richtig Gas geben. Achtung! Ist euch was aufgefallen, was ich hier auf der Snare gemacht habe beim Backbeat? Die Sticks aneinander. Ich spiel's nochmal. Ja. Also. Genau. Das heißt Rimshot.
Kantenschuss, wenn man es übersetzt. Das ist ja fast wie ein Schuss, wo man ganz laut. Und das geht dadurch, dass ich gleichzeitig die Kante und das Fell treffe. In Zeitlupe wäre es sogar so, dass ich zuerst das Fell und dann die Kante treffe. Es gibt andere Rhythmen, da gilt das überhaupt nicht, da würde man die Dinge so nicht spielen. Wenn man eine Ballade spielt, die langsamen Stücke, und da spielt man ganz oft mit einem Sidestick. Ich lege den Stock auf die Snare drauf, 3 bis 4 Zentimeter vom Rand weg. Und dann muss ich dafür sorgen, dass ich den sogenannten Sweet Spot, den Punkt erwische, wo das wirklich gut klingt. Der zweite Trick ist der, die ganze Hand liegt auf der Snare drauf. Ballade wäre langsames Tempo. Macht da auch was Neues, das habe ich vorher noch nicht gezeigt. 16 in der Hi-Hat. Könnte mal so mitwippen. Rechts und links. Ich mache euch mal was vor und ihr macht es einfach nach. Und zwar Tomatensala, 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 Tutu. Das machen wir ein bisschen langsamer. Tomatensala, 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 Toto. Und jetzt alle. Tomatensala, 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 Toto. Und nochmal den Tomatensala. Tomatensala, 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 Toto. Das ist es. Tomatensalat. 5. Deswegen nennt man das ein Archetypus. Wisst ihr, was ein Archetypus ist? Ein komisches Wort. Ja? Nee. Wisst ihr, was ein Prototyp ist? Beim Auto? Ja, so ein Urmodell. Ja, genau. So, wenn man so ein erstes Auto in der Vorserie baut, um erstmal zu gucken, wie das dann später aussehen soll. So ähnlich gibt es Rhythmen, die so als Urmodelle gelten, ne? Die irgendwann mal entstanden sind, vor Tausenden, vielleicht sogar vor Zehntausenden von Jahren. Dieser Fünfer gehört auch dazu. Und den teilt man in der Regel 2 und 3. Tomatensala, 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 Toto. Machen wir mal. Tomatensala, 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 Toto. Und wenn man es dann am Schlagzeug spielt, kann man es zum Beispiel so machen. Jetzt der nächste Schritt wäre, ich benutze das gleiche als sogenannte Fill-Ins. Also wenn man so einen Rhythmus spielt, ich nehme mal ganz einfach. Jetzt kommt das Fill-In. Ja, das wäre das Fill-In. Dann, wenn ich vom Rhythmus abweiche und etwas einfülle. Nämlich das, was ich vorher als Akzent in den Händen gespielt habe, als Figur in der Bassdrum. Und zwar nur die Akzente. Und das verbinde ich mit dem einfachsten Groove, den es da gibt. Ich nenne das Auto 1. Nicht von Auto, sondern Automatismus 1. Weil wir automatisieren Bewegungsabläufe. Auto 1. Jetzt kommt die Bassdrum. Ich teile sie zwischen Bassdrum und Snare auf. Bum, zack, bum, zack, bum, zack.
gehen ganz viele Türen auf, wenn ihr ins Schloss kommt, so, und dann gibt es im Eingang gleich ganz viele Türen, so ähnlich das beim Schlagzeug üben auf. Dann macht man eine neue Tür auf und da sind wieder gleich noch mehr Türen und man kann ganz viele Dinge üben, aber man muss sich am Anfang konzentrieren. Immer die Dinge als erste üben, von denen man weiß, die kann er jetzt noch gar nicht. Herr Damm, was ist für Sie Rhythmus? Das Wort stammt als Rhythmus aus dem Griechischen, das heißt der Fluss. Und zwar ist immer gemeint der Zeitverlauf, der Fluss von Zeit. Und Rhythmus ist eigentlich eine Unterteilung von Zeit. Für uns ist am einfachsten das verständlich, wenn wir an eine Uhr denken. Eine Uhr hat 60 Sekunden, also in einer Minute 60 Schläge. Und da haben wir eine ganz klare Zeiteinteilung. Rhythmen insgesamt können sehr beruhigend wirken, können aber auch aufpeitschend wirken. Es kommt drauf an. Also Marschmusik, Militärmusik hat ja eigentlich immer dazu gedient, die eigenen Truppen zu motivieren. Nicht, dass ich das gut fände, wir sind sicher keine Militaristen, ganz im Gegenteil. Aber die positive Wirkung, auch beim Tanzen zum Beispiel, von bestimmten Rhythmen. Für mich geht das auch noch ein ganzes Stück weiter, weil natürlich bestimmte Rhythmen, vor allen Dingen, wenn sie ständig wiederholt werden, was man ja dann zum Beispiel als Ostinato bezeichnet, was sehr Einprägsames bekommt. Also bis hin zur Trance, das heißt, man kann sich da so reinversetzen und dazu tanzen zum Beispiel. Und das ist gerade beim Trommeln was sehr Eindrückliches, gerade in der afrikanischen Musik zum Beispiel. So, und jetzt gucken wir uns nochmal ganz andere Sachen an. Zum Beispiel Reggae. Habt ihr davon schon mal gehört? Mhm. Reggae kommt aus Jamaika. Jetzt gehen wir mal so in die Karibik. Was ist die Karibik? Tanja, weiß das? Also da, wo es ganz heiß ist, also Meer, glaube ich. Ja. Mit wenn, weißen Sand. Das sind die Inseln, die um den Golf von Mexiko rumliegen, wie zum Beispiel Jamaika, Kuba, Trinidad. Die haben alle eigene Musiken, die man alle unter dem Oberbegriff lateinamerikanische Rhythmen und Musiken zusammenfassen kann. Reggae ist ein bisschen was Spezielles dabei. Der geht so. Könnte man zählen. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Könnt ihr auch mal so wie ich mache. 1, 2, 3. Und nicht aufhören. 1, 2. Jetzt haben wir einen Stock voll. Wir müssen nochmal anfangen. Ich war falsch. Ihr zählt weiter. 3. Und nochmal. 1, 2. Dass es nie auf dem Beat ist. Genau. Es ist immer neben diesem, was wir gezählt haben, genau so ist was das. Du gespielt hast. Ja. Ganz typisch ist der sogenannte Drop One. Das heißt, die Bassdrum ist nie auf der 1, sondern immer genau dagegen. Das muss man natürlich wissen als Musiker, sonst setzt man falsch rum an, weil man glaubt, die 1 ist da, wo die Bassdrum ist. Ja. Können Sie ganz kurz mal Reggaeton spielen? Reggaeton, Basis wäre das. Nur ich zeige euch nämlich jetzt mal so ein paar Dinge, die so aus der afrokubanischen Ecke kommen. Und wir fangen mal an mit einem Rhythmus, den man spielen kann, wenn man als Schlagzeuger in einer Salsa-Band spielt. Und hier könnt ihr auch mal wieder die Zahl zählen. Hier nämlich 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Da ist die Zeit. Wer ist noch spielt aber? Und
alle Figuren sind festgelegt. In die Klave. Können Sie das mal mitklatschen? Für euch das ist nämlich Afro-Cuban 6-8 und es ist eigentlich ein Rhythmus, der wirklich aus Afrika kommt. Was ich hier in der rechten Hand spiele, heißt African Clave. Und daraus zeige ich einen ganzen Rhythmus. Die dann alle so eine eigene Sklave, also weil der Bossa Nova hat ja zum Beispiel auch so eine. Die haben zum Teil unterschiedliche Klaven, also die Bossa Nova hat ja eine eigene Klave, das ist richtig. Man nennt es Bossa Klave, einfach um so ein einheitliches Bild zu haben und daher hast du schon recht. Wo kommen Ihrer Meinung nach außerhalb der Musikrhythmen vor? Ach, Rhythmen sind überall, egal was du anhörst, ob es ein Maschinen Rhythmus ist oder ob es ein Auto ist, was vorbeifährt oder ob es die Vogelstimmen sind, also in der Natur oder ob es ein Gewitter ist. Das hat immer eine rhythmische, ganz starke rhythmische Struktur. Es ist mehr eine Frage dessen, ob wir die Rhythmen auch alle hören können, die da verborgen sind und für uns entdecken können und auch daran selbst glauben, dass das alles einen rhythmischen Kontext hat. Wenn wir jetzt über euch Kinder und reden, dann ist der Umgang mit Rhythmen natürlich einer, der euch hilft, ganze Menschen zu werden. Ich nenne das immer, also Koordination zum Beispiel zwischen allen vier Gliedmaßen, die wir beim Schlagzeugspielen am Set brauchen oder auch Koordination zwischen rechter und linker Hand und so weiter. Das sind Dinge, die ganz einfach gesagt mehr Kabel im Gehirn ziehen. Und das kann euch insgesamt extrem helfen. So, jetzt mache ich zum Schluss noch mal ein bisschen was Improvisatorisches. Ist es einfach Lust auf Trommeln drauf zu schlagen.